Dann würde ich mal sagen, wir fangen an. Wir starten das Spiel. Falls es irgendwie zu laut ist oder so, bitte sagt mir Bescheid. Falls irgendwas nicht passt oder sowas, einfach Bescheid geben. Ja. Aber wie ihr seht, haben wir hier 6 Spiele zur Auswahl. Wir fangen natürlich mit dem ersten an. Das erste Mal, dass ich von Kingdom Hearts gehört habe, war damals, da war ich 13 Jahre alt, um die 13 oder 14. Und da hat mir ein Kumpel hat mir das Spiel für 2 Tage ausgeliehen, also geborgt. Und ich fand das Spiel richtig cool. Aber ich musste es halt nach 2 Tagen wieder zurückgeben und habe es mir dann, ich weiß nicht warum, nicht gekauft. Ich weiß leider nicht mehr warum, aber ich fand es damals schon richtig cool. Und der Kumpel war halt auch ein riesiger Kingdom Hearts Fan damals schon. Nach dem ersten Teil. Final Mix heißt was genau? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich denke mal, dass da alles mit dabei ist, was es zu dem ersten Spiel was es zu dem Spiel gab damals, denke ich. Wie teuer war das eigentlich? Will ich das wissen? Keine Ahnung, aber wahrscheinlich lag es auch daran, dass ich halt mir das nicht leisten konnte, eben mit 13 oder so. Okay, und was ist dann Chain of Memories? Das ist dann der nächste Teil, ne? Also wir werden... Das ist alles verbunden. Das soll alles irgendwie verbunden sein. Ich habe mich schon ein bisschen vorinformiert. Und ich glaube, wenn wir es chronologisch spielen, müsste ich, glaube ich, Birth by Sleep vor Kingdom Hearts 2 spielen. Glaube ich. Ich muss mich dann nochmal informieren, aber ja, wir werden es eh sehen. Ne? Habe ich nicht letztens noch was vernommen? Von wegen, erstmal kaufe ich keine Spiele mehr. Das hatte ich schon. Hotti. Das habe ich mir nicht neu gekauft. Das liegt bei mir schon seit einem halben Jahr rum oder so. Wenn nicht noch länger. Das ist eins der Spiele, die ich mir noch vorgenommen habe. Ja, die ganze Sammlung ist es nicht. Da kommt dann noch 2.8. Das sind dann auch nochmal 3 Spiele. Und dann kommt noch Kingdom Hearts 3. Also, wie gesagt, also ich habe ein bisschen gezögert, das Spiel anzufangen, weil es eben so unglaublich riesig ist. Und ich befürchte, dass es auch etwas länger dauern wird. Überhaupt bei meinem Spielstil, wenn ich mir da alles anschaue und so. Und ja. Aber gut, das werden wir eh alles sehen. Ich würde mal sagen, genug geredet. Ich starte einfach mal jetzt das Spiel. Und schau mal, was rauskommt. Wie gesagt, ich kenne mich echt überhaupt nicht aus. Ich weiß nur, dass man durch Disney-Welten irgendwie jumpen kann und da irgendwelche Probleme lösen muss oder sonst was. Ich fand es nur damals ein cooles Game. Also das weiß ich noch. Mehr habe ich absolut keine Ahnung. Also wir starten jetzt einfach mal. Jawolek. Tarzan. Oh ja.
So. Also viel zur Auswahl haben wir da nicht. Neues Spiel laden und zurück. Wir drücken einfach mal auf neues Spiel. So. Schwierigkeitsgrad bestimmen. Starte mit seltenen Items im einfachen Modus. Ausgewogener Modus. Empfohlen für Einsteiger. Triff auf harte Gegner. Ja, wir bleiben bei Final Mix. Ja. Leute, passt der Sound so? Also hört man das Spiel und mich gut? Oder soll ich ein bisschen leiser drehen? Ja, die Sounds sind aus. Das ist ein Story-Game, deswegen sind die Sounds aus. So, Final Mix. Kameraeinstellung bestimmt. Rotiert die Kamera automatisch. Machen wir mal Auto. Ja, lass mal an. Ja. Etwas leiser. Das Spiel, nehme ich an. Oder wir schauen erstmal. Das ist ein bisschen laut, gell? Kingdom Hearts! I've been having these weird thoughts lately. Like, is any of this for real? Or not? Was passiert hier? Ich habe absolut keine Ahnung, Chor. Ich habe absolut keine Ahnung. Wir werden es wahrscheinlich gleich sehen. Ah, cooles Intro. Cooles Intro. Ey, Bangkok, servus. So viel zu tun. So wenig Zeit. Lass dir Zeit. Habe keine Angst. Die Tür ist noch zu. Gehe nun weiter. Kannst du das? Kann ich das? Ich weiß es nicht. Ja.
Klingt wie der Elektro-Channel von Landwirtschaftssimulator. Ich glaube, wir müssen uns jetzt hier bewegen. Bangkok, nein, das Spiel, also das Spiel habe ich gekauft, aber schon letztes Jahr, ne? Okay. Ah ja. Ja, an die Schuhe kann ich mich noch erinnern. Die riesigen Clownschuhe. So, was müssen wir machen hier? Ah, okay. In dir ruht eine Macht. Gib ihr eine Form. Und sie wird dir Kraft geben. Wähle gut. Drücke Kreis, um zu springen. Ich muss jetzt eine Waffe wählen. Warte, was soll ich wählen? Ich meine, normalerweise würde man zum Schwert tendieren, oder? Das Master-Schwert! Ja, ja, das war klar. Aber ist das auch wirklich das Beste oder spielt das überhaupt eine Rolle? Hier, das Mickey Mouse Zepter, das ist auch nicht schlecht. Na gut, ich gehe mal zum Schwert, das würde fast jeder machen, oder? Nimm das Schild, Kappa, sieht stark aus. Ein Mickey Mouse Schild mit Mickey Mouse Zeichen. Was? Schneewittchen und siebenmal ME. Was? Ist kein Zepter, ist ein Spielzeug für Erwachsene. Komm, ich jump jetzt einfach zum Schwert hier. Die Macht des Kriegers, unbeugsamer Mut, ein Schwert mit großer Zerstörungskraft. Ist dies die Macht, die du suchst? Okay, wir können uns das erstmal anschauen. Schauen wir mal, was da steht. Die Macht des Magiers, innere Stärke, ein Stab, der Wunder bewirken kann. Ist dies die Macht, die du suchst? Nein. Die Macht des Wächters, Güte und Hilfsbereitschaft, ein Schild, um alles abzuwehren. Ist dies die Macht, die du suchst? Das, also vom Text her ist das Beste eigentlich, finde ich. Nimm den Massagestab. Ich weiß halt nicht, was... Ach, Entscheidungen. Leute, ihr wisst es. Ich und Entscheidungen. Ah, ihr dürft entscheiden. Ihr dürft entscheiden. Also, Vinny sagt auch den Stab. Auch wenn sie es nicht direkt sagt. Zauberdildo, ja. Ich nehme mal an, sie meint den Stab. Fallen Massagestab. Was sagen die anderen? Hottie hat Masterschwert gesagt. Ich tendiere eher zum Schild, aber... Abstimmung. Gro hat auch gesagt. Zauberdildo. Ja gut, dann nehmen wir den Stab. Komm, was soll's. Wenn ihr schon... Niemand will sich das Schwert einfügen. Komm, nehmen wir den Stab einfach und gut ist. Du hast dich entschieden. Doch auf was verzichtest du dafür? Oh. Auf was verzichten wir, Leute? Ich verzichte auf das Schwert. Den Stab haben wir ja und ich verzichte auf das Schwert. Ja. Okay.
Dann sehen wir einen. Dann sehen wir halt jemand mit Stab und Schild. Wie kann man bloß auf das Schwert verzichten? Kannst direkt nochmal von vorne anfangen. Erste Challenge nicht bestanden. Oh yeah! Da haben wir auch schon direkt. Mit X angreifen. Genau, du hast es erfasst. Benutze diese Macht, um dich und andere zu beschützen. Die grüne Leiste zeigt deine Lebenspunkte, LP, also deine Gesundheit an. Okay. Wenn deine LP aufgebraucht sind, landest du im Auswahlmenü fürs Weiterspielen, Laden. Die blaue Leiste zeigt deine Magic Points, MP an. Magie ist für dich jedoch noch ein Rätsel. Die Zeit des Kampfes wird bald kommen. Lasse dein Licht hell erstrahlen. Und jetzt geht's schon los hier. Ja. Mit meinem Mickey Mouse Zepter. Wenn du Gegner besiegst, sammelst du Erfahrung. XP. Sammelst du genügend Erfahrung, steigt deine Stufe. Dein Stufe. Zudem hinterlassen besiegte Gegner manchmal auch Items. Du kannst diese Items aufnehmen, indem du näher an sie herangehst. Es gibt verschiedene Items, die unterschiedliches bewirken, wie zum Beispiel LP oder MP auffüllen. Hinter dir. Grundsätzlich wirst du automatisch den allernächsten Gegner anvisieren. Aber du kannst auch einen beliebigen Gegner mit R1 manuell anvisieren. Während das Ziel erfasst ist, erscheint oben links im Bild das Wort anvisiert. Während du ein Ziel anvisierst, wird deine Handlungsweise eingeschränkt, besonders gegenüber anderen Zielen. Drücke nochmals R1, um das Ziel wieder freizugeben. Okay. Also hier. Ah ja. Nieder mit dir. Ich vernichte euch mit meinem Zepter. Oder wie Finny sagen würde, mit dem Zauberdildo. Oder Kroa oder wer auch immer dieses Wort verwendet hat. Was passiert? Kampfmagier, Schwert und Stab. Na, Stab und Schild. Der Text zum Schild hat mir recht gefallen, deswegen wollte ich wenigstens das so lassen. So, was haben wir hier? Das ist ein Hilfs-Icon. Wenn solche auftauchen, stehen dir spezielle Kommandos zur Verfügung. Wenn Dreieck untersuchen erscheint, kannst du mit Dreieck das Objekt vor dir untersuchen. Okay. Ich kann sie noch nicht öffnen. Du belästigst die Herzlosen jetzt also mit einem magischen Dildo. Ja, warum nicht? Ja. Okay. Klopf, klopf, wer zu Hause? Große Holzkisten kann man schieben. Okay. Aber wohin? Ich glaube, zur Tür wäre es. Müssen wir es zur Tür schieben? Kisten lassen sich auch zerstören. Ah ja.
Wenn man Gegenstände zerstört, können manchmal Items auftauchen. Items können mit dem Kommando Item benutzt werden. Wenn man sich dem Item nähert, kann man es aufnehmen, ja. Du kannst nicht nur Gegner, sondern auch Gegenstände anvisieren. Ist dein Ziel anvisiert, kann man mit L2 zwischen verschiedenen Zielen umschalten. Ah. Ah ja. Oh. Okay. Jetzt nehmen wir an durch die Tür. Sesam, öffne dich. Warte, die Tür wird noch nicht aufgehen. Erzähle mir zuerst mehr von dir. Drücke die Touchpad-Taste, um in die Ego-Perspektive zu wechseln. In dieser Ansicht kannst du den linken Stick benutzen, um dich umzusehen. Drücke erneut die Touchpad-Taste, um zurück in die Standardansicht zu... Okay. Ah ja. Oh, diese Musik passt hier nicht. Hier ist es viel zu schön für diese Musik. Okay. Das Kommando ansprechen steht zur Verfügung. Drücke 3, um mit Leuten in der Nähe zu sprechen. Okay, wer bist du? Was bedeutet dir am meisten? Die Nummer 1 zu sein. Freundschaft. Mein wertvoller Besitz. Mein Schatz. Ja. Mama Freundschaft. Ja, Mama Freundschaft. Ist Freundschaft denn so wichtig? Brauche auch immer vorher ein Tutorial, um Leute anzusprechen. Ja, wie im Real Life, gell? So. Wie ist der Sound? Soll man noch ein bisschen runterdrehen oder? Oder passt das so? Viel zu nett. So, wer bist du? Wovor hast du Angst? Alt zu werden? Anders zu sein? Unentschlossen zu... Ja, mach mal unentschlossen zu sein. Wieder noch ein bisschen leiser, ja, gell? Das irgendwie... Ich glaube, so ist besser. Unentschlossen zu sein. Ist das wirklich so schlimm? Was ist dir wichtig im Leben? Seltene Dinge zu sehen, die Welt zu kennen. Stark zu sein, mach mal stark zu sein. So ist gut, ja. Stark zu sein, hm? Du wünschst dir Freundschaft, du hast Angst, unentschlossen zu sein. Du möchtest stark sein. Ich hoffe, das alles ist nicht wichtig für den späteren Spielverlauf. Ja, ja. Dein Abenteuer beginnt in der Nacht. Nach einem beschwerlichen Weg erwartet dich die aufgehende Sonne. Ja, klingt gut. Der Tag, an dem du die Tür öffnen wirst, ist sehr fern und zugleich sehr nah.
Spiel vorbei. Ich habe absolut keine Ahnung. Was will dieses Spiel von mir? Drücke die Optionstaste, um in den Menübildschirm zu gelangen. Im Hauptmenü kannst du dir zum Beispiel das Inventar oder den Status ansehen oder Spieleinstellungen vornehmen. Doch während eines Kampfes lässt sich das Menü nicht öffnen. Ich will da nieder. Nieder mit euch. Ich verprügle euch alle. Greifen die mich überhaupt an? Du meinst die Nummer 1 zu sein. Warte mal, mir ist das Spiel jetzt ein bisschen zu leise, finde ich. Jetzt wieder ein bisschen. So ist besser. Dies ist ein Speicherpunkt. Stelle dich darauf, um LP und MP zu tanken. Wenn Speichern erscheint, öffnest du mit Dreieck das Speichermenü. Speichere stets, bevor du das Spiel beendest. Okay, stimmt, so war das früher. So war das früher. Achte darauf, dass du oft speicherst, so kannst du immer auf eine Spieldatei zurückgreifen, falls mal etwas schief läuft. Ah, da gab es noch kein Autospeichern. Richtig oldschool. Ich fühle mich wieder wie ein 13-Jähriger. Würde mal sagen, wir speichern gleich mal, oder? Kriok, servus! Ahoi! Alles tutti frutti? Wieso hat er einen Zauberstab und zaubert nicht, ist auch eine gute Frage. Ja, hast du nicht aufgepasst, Konomi? Magie ist für uns noch ein Rätsel. Na? Ist noch ein Rätsel. Das müssen wir noch erlernen. Die Kunst der Magie. Ja, frisch von der Arbeit heim. Bei dir? Ja, alles gut. Danke dir. Alles tutti frutti. Dann genieß deinen Feierabend. Je näher du dem Licht kommst, desto größer wird dein Schatten. Oh oh. Aber habe keine Angst. Und vergiss nicht. Du sollst keine Angst haben. Okay, ein bisschen schwierig vor sowas. Was ist das? Was? Ich muss jetzt kämpfen? Ach du Scheiße. Was tut er? Was tut er? Ja. Raus hier, raus hier. Oh, oh. Was macht er jetzt? Au.
Oh! Mein erster Boss. Komm, komm, komm! Aber wir müssen in Bewegung bleiben! Das ist kein Zauberstab, das ist ein Spielzeug. Ja, auch ein Spielzeug kann wehtun. Boah, so ist es nicht. Oh, weg, 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 weg. Oh, jawohl! Kann da drin stehen bleiben, aber sicher zwar aber nicht. Ich will nichts anvisieren. Wie viel hält denn der aus da? Mein Stab macht keinen Schaden. Das ist wie dieser. Kennt ihr den Spoon Killer? Auf YouTube. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. So komme ich mir gerade vor, ja. Boah, das stört mich mit der Kamera ein bisschen. Ich hätte, glaube ich, nicht mit Autocam spielen sollen. Das gibt's nicht, was ist denn? Aha. Ja, ja, ja. Jetzt. Ja, das tut weh. Aber habe keine Angst. Du besitzt die mächtigste aller Waffen. Also vergiss nicht. Du bist derjenige, der die Tür öffnen wird.
Die Tür. Darin habe ich Erfahrung. Whoa! Give me a break, Kyrie. Sorry, you lazy bum. I knew that I'd find you snoozing down here. No, this huge black thing swallowed me up. I couldn't breathe, I couldn't... Ow! Are you still dreaming? It wasn't a dream. Or was it? I don't know. What was that place? So bizarre. Yeah, sure. Say, Kyrie, what was your hometown like? You know, where you grew up? I've told you before. I don't remember. Nothing at all? Nothing. You ever want to go back? Well, I'm happy here. Really? But you know, I wouldn't mind going to see it. I'd like to see it too. Along with any other worlds out there. I want to see them all. So what are we waiting for? Hey! Aren't you guys forgetting about me? So, I guess I'm the only one working on the raft. And you're just as lazy as he is. So you noticed. Okay, we'll finish it together. I'll race you. Huh? What? Are you kidding? Ready? Go! Was? Okay, ich muss ja nichts machen. Yeah, Kingdom Hearts Final Mix. Es hat begonnen. Der Kindergarten ist vorbei. Jetzt geht's richtig los. Destiny Island. Wie schaffen die es mit den Schuhen zu rennen? Ich würde mal sagen, Übungssache, oder? Pure Übungssache. So, warte mal. Gleich mal Einstellungen. Nein. Optionen. Auto anvisieren. Fadenkreuz. Kamera manuell. Ich probiere das mal mit der manuellen Kamera. Na, da ist schon besser. Auto. Ja, das ist schon besser. Ich glaube, man kann eh auch nachhelfen. Okay. Gut, dann reden wir mal mit dir. Kannst du den Rest vom Material besorgen? Du hast doch zugehört, Sora. Wie war das nochmal? Oh Mann, ohne Baumaterial können wir kein Floß bauen, oder? Wir brauchen dazu 2 Baumstämme, ein großes Laken, ein Seil. Bring alles hierher. Wenn du Hilfe brauchst, frag einfach. Kein Rumtrödel mehr, okay? Okay. Ups. Ich wollte gerade sagen, da ist ein Baum. Oh, man kann klettern. Okay, aber das war's auch schon. Hui. So. Ah, so geht das auch. Okay. Dann beginnt die Suche jetzt mal. Hey, kann man schwimmen? Oh, man kann sogar schwimmen. Na. Oh, ho, ho. Ha! Ein Baumstamm. Ah,
Hast du alles gefunden, was wir das Floß brauchen? Ich habe meine Sachen Kairi gegeben. Hey, Sora, ein kleines Duell? Schnapp dir dein Schwert. Oh. Okay. Jetzt zeigt sich, wer der Champion ist. Oh, oh. Die erste Herausforderung. Oh, oh. Fertig oder nicht? Ich bin fertig. Oh, ja, ja, ja. Kann man blocken oder so? Oh, wo ist er? Oh. Holy shit. Wuhuhu. Ah, der ist übel. Mach mal. Au. Ich muss sein Kampfmuster studieren. Warte mal. Er macht immer das Gleiche. Oh, der sagt... What? Hier kriegst du mich nie. Oh, Scheiße. Oh. Nein, ich bin gleich tot. Oh no. So immer zwei Schläge, oder sonst? Nein, nein, nein. Durch den Baum getroffen. Ja, ja, der cheatet. Was? Mist, es steht 0 zu 1. Okay, ich glaube, wir haben noch mal eine Chance gegen ihn dann. Oh ja, noch mal, noch mal. Ich will ihn wenigstens einmal schlagen hier. Das war nur Glück vorhin. Immer zwei Schläge, weil sonst macht er wieder den Bruce Lee Move. Aha. Wie schmeckt dir das? Ah, da kommt er. Wer gibt die auf? Niemand. Oh shit. Er macht aber so viel Schaden. Der Typ. Kann man den überhaupt besiegen? Die Kokosnüsse runterfällt. Oh nein. Nein, nein, nein. Ah, du Sack! Ich verfluche dich. Ah, da mache ich mal den Fehler. Hey, wie kann ich das Item... Kann ich das hier? Oh, oh, ja, 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 jetzt cheat ich. Ich werde ihn besiegen, Leute. Ich sag's euch. Fuck. Ah, fuck. Oh, wie stark der ist. Keine Chance. Come
Wie viel hält denn der aus? Ich probier's nochmal. Das gibt's ja nicht. Nein, 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 weg! Ich Idiot! Das geht, ich will wenigstens einmal besiegen! So, jetzt einmal noch, komm! Und schlag! Ich dreh durch. Voll aggressiv vielleicht. Don't tell me you're giving up already. What are you afraid of? Ja. Ach. Nein, nein, nein. Ich hab keine Chance gegen mich. Okay, ich lasse es. Ich probiere es später nochmal. Der Sack. Ärgerlich, ärgerlich. Ups. Gab's hier oben irgendwas? Oh, wie bin ich nochmal hier hoch? Hä, wie bin ich vorhin hochgesprungen? Wie hab ich das gemacht vorhin? Ich war doch vorhin auf der Palme. War das auf der hier? Ja, ja, hier war das. Oh yeah. Ups. Gut, aber da oben gibt's nichts. Noch ein Baumstamm. Ich nehme mal an, dass man ihn besiegen kann, aber leider bin ich zu schwach. Hi, du spielst Kingdom Hearts 4. Na, noch Hearts. Hearts 1. Noch nicht. Servus, Bacardi Cola. Alles gut bei dir? Ich bin doch ein bisschen leiser. Nein, ich komm da nicht hoch. Wenn ich hochkomme. Mm-hmm.
So, vielleicht irgendein Versteck oder so. Baracke. Oh, da kann man rein. Alles tutti und bei dir ja auch. Alles tutti frutti. Danke dir. Alles tutti frutti. Ah, hier kann man speichern. Komm, speichern wir. Kann das zerstören? No. So. Wer ist das hier eigentlich? Hey, what's happening, man? Hey, Lust auf eine Runde? Hey, wie geht's? Selfie spielt sich als Boss auf, das nervt. Okay, spielen wir. Spielen ist Kinderkram, das hier ist ernst. Show me your stuff. Okay, okay, was muss ich machen? Aha. Ah ja. Aua. So süß Baseball. Oh, Scheiße. Oh. Ja. Oh shit! What? Ah, oh, nochmal. Show me your stuff. Fuck. Oh shit, einmal ist er schneller, einmal langsamer. Aha. Oh. Fuck. Ah. Ja. Und noch einmal. Den kriegst du zurück. Oh, Scheiße. Kannst du dich nicht einfach vor den stellen und schlagen spammen? Ich glaube nicht, dass das geht. Boah, diese Minispiele. Heftig. Die sind gar nicht mal so easy. Ach, diese immer diese hohen Bälle. Jawohl. Jetzt langsam habe ich's. Ah. Ach. Was macht er jetzt? Was will er von mir? Ah ja, okay. Okay, ich muss ihn schlagen, dann wenn ich ihn treffe. Okay. Alles verkohlt. So. Spielen ist Kindergarten, jetzt geht's richtig los. Hier. Vielleicht hätte ich das vorhin auch beim Dings machen sollen.
Ach komm! Wenigstens ein Minigame will ich schaffen. Das kann doch nicht sein, dass ich gar nichts schaffe. Das gibt's nicht. Ich schaff kein Minigame. Das ist so ärgerlich. Das ärgert mich richtig. Jawohl! Ich hab ihn! Ha! Und jetzt, was habe ich davon? Nichts! Ernsthaft? Man hat einfach gar nichts davon! Scheiße! Nein. Mir wird's aber genauso gehen. Ja, aber heftig. Es ist gar nicht so einfach. Also ich hatte es nicht so schwer in Erinnerung. Aber ich denk, das ist alles Übungssache, ne? Aber früher, die Spiele waren allgemein ein bisschen schwieriger, gell? Als heute. Spaß. Genugtuung, ihm einen Ball ins Gesicht gefetzt zu haben.